will ihn als Politiker nicht, der kam und sagt, das will ich nicht. So, jetzt ist die Frage, die ich sage dir mal ganz kurz, wo mir der Kamm schwillt. Bitte. Erstens bei der Gleichsetzung von Nationalismus und Patriotismus. Was habe ich mit Pro-Köln zu tun? Ich bin sicherlich ein überzeugter Konservativer, deswegen bekämpfe ich Rechtsradikalismus zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das Zweite, mir schwillt der Kamm, wenn gesagt wird, wir werden hier diskriminiert und ausgegrenzt. Ja. Ich bin gerade über die innere Kanalstraße gefahren. Dort entsteht eine riesengroße, wunderschöne, neue Moschee. Wo sind eigentlich die großen Kirchen, in den, die christlichen Kirchen? Nicht, stopp, ich bin... Es sind Kollegen hier im Kreis, die halten Monologe. Das möchte ich nicht, aber ich möchte den Gedanken wenigstens zu Ende bringen, auch wenn er politisch nicht korrekt ist. Ganz im Gegenteil. Ich möchte gerne, dass Sie über die nicht vorhandene Diskriminierung in Deutschland sprechen, ohne dass Sie die Diskriminierung der Christen in anderen Ländern jetzt einmal ganz kurz thematisieren. Nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Warum kann man nicht darüber reden, ob die Muslime in Deutschland diskriminiert werden oder nicht? Weil hier mittlerweile der Eindruck erweckt wird, die verfolgte Religion ist der Islam. Nein, die verfolgteste Religion sind die Christen weltweit. Das ist die am stärksten verfolgte Gruppe. So, wenn ich wenn ich sehe, welche Entfaltungsmöglichkeiten der Islam bei uns in Deutschland hat, ist es albern, so zu tun, als würde er diskriminiert und ausgegrenzt. Selbstverständlich gehören die 4 Millionen Muslime zu uns. Und der Islam ist auch Realität in unserem Lande. Wer will es bestreiten? Aber er ist nicht Teil der Identität unseres Landes in dem Sinne wie eine christlich-jüdische Tradition. Wir haben keine islamische Tradition in Deutschland. Das ist falsch. Herr Bosbach, Sie haben keine Ahnung von der Religion. Moment, darf ich Herrn Bosbach noch eine Frage bitte stellen? Herr Bosbach hat recht in dem, dass er gesagt hat, dass er jetzt bitte reden soll. Stopp. Darf ich mal ganz kurz eine Nachfrage zu Herrn Wenn Sie Baller sind, sind Sie Baller. Stopp. Herr Frieden, ihr macht gerade. Nein, entschuldigen. Das ist eine Diskussion. Ist das Baller? Ein bei der wer sich für Muslime sich bitte und die keine. Dafür sollten Sie sich entschuldigen. Das ist eine Frechheit. So, wir wollen heute über Religion reden, aber wir wollen uns bitte nicht übereinander herfallen. Geht das, dass wir es einfach persönlich so halten, dass es keine Verletzungen gibt? Darf ich das jetzt einfach mal hier so festhalten? Aber Sie sind doch nur wirklich Argumente. Und zurück zum Punkt. Sonst kommt hier keiner mit einem guten Ansehen aus dieser Sendung raus. Darf ich bitte Herrn Bosbach eine Nachfrage stellen? Und die lautet folgendermaßen. Wir haben angehört uns Christian Wulff, der gesagt hat, inzwischen gehört der Islam auch zu Deutschland. Sie sagen, historisch gehört er nicht dazu, haben ausgeführt, dass eben Moscheen in diesem Land stehen, dass jeder seine freie Religionsausübung tatsächlich nach dem Grundgesetz garantiert auch leben kann. Können Sie verstehen, dass es Muslime gibt, die sagen, alleine wenn man sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ist das eine Diskriminierung? Können Sie das nur verstehen? Ich kann diese Argumentation verstehen, wenn man Glauben mit Personen verwechselt. Ich tue das nicht. Ich differenziere zwischen den Menschen und ihrer religiösen Überzeugung. Ich beurteile im Übrigen Menschen in erster Linie nach ihrem Charakter und weniger nach ihrer religiösen Überzeugung, die ich ja beim ersten Anblick auch gar nicht kennen kann. Woher? Das ist auch zunächst einmal eine Glaubensüberzeugung, die ich weder zu kommentieren, geschweige denn zu kritisieren habe. Aber dass es kulturgeschichtlich so ist, dass der Islam so zu Deutschland gehört wie die christlich-jüdische Tradition, das ist schlicht falsch. Wir haben keine islamische Tradition. Es sei denn, man sagt seit 3 Generationen. Wir reden von heute. Gut, aber die Gleichstellung des Islam mit dem Christentum und mit dem Judentum für die Geschichte unseres Landes halte ich für unzutreffend. Deswegen das ist keine Diskriminierung von Personen. Bitte, Frau Demirkan.